10 ausgestorbene Tiere, die Wissenschaftler bald wiederbeleben könnten. Im Laufe der Jahrtausende sind Tiere aus den verschiedensten Gründen ausgestorben. Manchmal war eine drastische Veränderung des Klimas die Ursache. Manchmal waren menschliche Eingriffe im Spiel, manchmal auch nicht. Dank der Fortschritte der Biotechnologie können Wissenschaftler vielleicht das Aussterben einiger dieser Tiere rückgängig machen. Und stell dir vor, für ein paar davon ist dies bereits geplant. Hier sind 10 ausgestorbene Tiere, die Wissenschaftler bald wiederbeleben könnten. Auf geht's! Nummer 10. Das Heidehuhn. Diese Unterart des Präriehuhns lebte einst an den Küsten Nordamerikas, starb aber 1932 aus. Beim ersten Thanksgiving sollen die Pilger Heidehühner gegessen haben, nicht, wie traditionell angenommen, Truthühner. Die letzten dieser Vögel starben durch Naturkatastrophen wie Feuer, Nahrungsmangel, Raubtiere und Krankheiten. Der Heidehühnerbestand hätte jedoch nicht so empfindlich auf diese Ereignisse reagiert, wenn er nicht bereits durch die menschliche Jagd drastisch geschrumpft gewesen wäre. Jeff Johnson, Assistenzprofessor für Biologie an der University of North Texas, sagt, die Heidehenne sei ungefähr so groß wie das Haushuhn und oft braun, schwarz und weiß gefärbt gewesen, habe aber einen eigenen Charakter gehabt. Johnson plant, mit der neuen Geneditierungstechnologie CRISPR-Cas9-Gene des nächsten lebenden Heidehuhnverwandten, des Präriehuhns, zu verändern und sie in neue Zellen einzupflanzen. Diese veränderten Zellen wachsen dann und schaffen dem Heidehuhn ähnliche Nachkommen. Nummer 9. Der Dodo. Der Dodo ist vielleicht der berühmteste ausgestorbene Vogel, verschwand bereits 80 Jahre nach seiner Entdeckung. Wie konnte das passieren? Weil der Dodo auf der Insel Mauritius keine natürlichen Feinde hatte, hatte er keine Verteidigungstechniken entwickelt. Da den Vögeln die entsprechenden Instinkte fehlten, konnten die Seeleute sie leicht töten, um sie zu essen, was sie aussterben ließ. Die von den Seeleuten eingeschleppten invasiven Arten wurden zu Nahrungskonkurrenten des Dodos und fraßen außerdem seine Eier, was zusätzlich zum Aussterben beitrug. Wissenschaftler wollen den Dodo wieder zum Leben erwecken, indem sie aus DNS einen Klon erzeugen und ihn in die Eier der verwandten modernen Taube implantieren. Der Dodo, der als die schönste wiederzubelebende Art gilt, könnte in seine ursprüngliche Umgebung zurückkehren, die jetzt geschützt ist. Nummer 8. Der Riesenhirsch. Der Riesenhirsch war ein Großsäuger, der mit dem Ende der Eiszeit ausstarb. Er wird auch irischer Elch genannt, aber er ist kein Elch, sondern laut DNS-Tests eher mit dem Dammhirsch verwandt. Er gilt als der größte Hirsch der Welt. Sein Geweih hatte einen Durchmesser von bis zu 3,5 Metern. Konservierte Exemplare des Riesenhirschs finden sich, wie die anderen Tiere, die im Pleistozän im kalten Norden lebten, im schmelzenden Permafrostboden, was ihn zu einem guten Klonkandidaten macht. Da sein Aussterben durch steigende Temperaturen verursacht wurde und da es kaum Lebensraum für so große Säugetiere in Irland gibt, kann diese Art wohl nur eine Zukunft als Zoo- oder Labortier haben, was ethische Fragen aufwirft. Nummer 7. Der Huia. Dieser Vogel mit markantem Schnabel lebte auf der Nordinsel Neuseelands, starb aber Anfang des 20. Jahrhunderts aus, als die Nachfrage der Museen nach präparierten Exemplaren zunahm. 1999 versuchte man, den Huia zu klonen, was unter anderem auf seinen Status als Maskottchen und neuseeländisches Nationalsymbol zurückgeht. Glücklicherweise wurde das Genom des Huia kartiert, sodass er vielleicht wieder in die Wildnis zurückkehrt. Traurigerweise ist die dem Huia am engsten verwandte Art, die Südinsel-Lappenkrähe, möglicherweise ebenfalls ausgestorben. Eine andere eng verwandte Art
Die Nordinsel-Lappenkrähe ist bedroht, da invasive Arten in ihren Lebensraum eingeschleppt wurden, und sie wird von der Weltnaturschutzunion IUCN als potenziell gefährdet eingestuft. Die Bemühungen zur Wiederansiedlung des Huia kosten Geld, das vielleicht besser für die Erhaltung bestehender Arten eingesetzt würde. Nummer 6. Der Magenbrüterfrosch. Hier haben wir mal ein Großmaul. Bis zu ihrem Verschwinden in den 1980ern nahm diese Spezies den Mund gerne voll. Kleinkinder denken manchmal, schwangere Frauen trügen ihr Baby im Magen. Auf Magenbrüterfrösche trifft genau das zu. Die befruchteten Eier werden von den Weibchen verschluckt, werden zu Kaulquappen und wachsen in etwa 6 Wochen im Magen der Mutter zu kleinen Fröschen heran. Leider ist die Art unter anderem aufgrund von Umweltverschmutzung und Lebensraumzerstörung ausgestorben, allerdings erst vor kurzem, sodass das Klonen durch somatischen Zellkerntransfer möglich zu sein scheint. Forschern ist es gelungen, Embryonen zu klonen, sodass sie von ausgewachsenen Fröschen nicht weit entfernt sind. Nummer 5. Die Stellersche Seekuh. Sieh dir diese niedlichen Tiere an. Haben sie nicht eine zweite Chance verdient? Diese sanftmütigen, bis zu 9 Meter langen Wesen, die eng mit Dugongs und anderen Seekühen verwandt sind, wurden durch erbarmungslose Bejagung ausgerottet. Obwohl noch in den 1960er Jahren angebliche Sichtungen gemeldet wurden, ist anzunehmen, dass sie 1768 ausgestorben sind, kaum 27 Jahre nach ihrer Entdeckung durch Europäer. Bei Wasserlebewesen gibt es kaum eine Chance, überlebende Exemplare zu finden, doch es gibt noch Hoffnung. Forscher glauben, sie könnten durch Reverse Engineering der Genome von Dugongs und Stellerschen Seekühen letztere wiederbeleben. Nummer 4. Der Dödicurus. Einen Ankylosaurus können wir vielleicht nicht so bald wiederbeleben, aber ein Dödicurus tut's auch. Dieser soll vor 7000 bis 11000 Jahren ausgestorben sein. Der Dödicurus war an das Überleben in einer rauen Umgebung im Pleistozän angepasst. Sein nächster lebender Verwandter ist das Gürteltier, das aber neben dem Dödicurus zwergenhaft wirkt. Schätzungen zufolge wog dieser durchschnittlich 1400 Kilogramm, war knapp 1,5 Meter groß und 3,5 Meter lang. Es wäre aufwendig, dieses uralte, gepanzerte Säugetier wiederzubeleben, aber es besteht immer noch Hoffnung, an einem kühlen, trockenen Ort geeignetes genetisches Material zu finden. Nummer 3. Der Kaspische Tiger. Der Kaspische Tiger, Panthera tigris virgata, streifte früher von der östlichen Türkei, die jetzt Türkei heißen soll, durch den Nordiran südlich des Kaspischen Meers bis zu den Waldgebieten in Afghanistan und im Nordwesten Chinas. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Kaspische Tiger zunehmend durch den Menschen seines Lebensraums und seiner Beute beraubt. Er wurde dadurch aggressiv, weshalb die Menschen ihn jagten, um die Bedrohung für ihre Siedlungen zu beseitigen. Infolgedessen wurden die Kaspischen Tiger Mitte des 20. Jahrhunderts weniger und starben schließlich in den 1950er Jahren aus. Einige Wissenschaftler wollen dies rückgängig machen, indem sie den fast identischen sibirischen Tiger in seinen früheren Lebensräumen wieder ansiedeln, damit er sich anpasst. Nummer 2. Der Auerochse. Der Auerochse war eine Hausrinderrasse in Europa, Asien und Nordafrika. Er starb Anfang des 17. Jahrhunderts aus, als Wilderer wahrscheinlich das letzte Exemplar in Europa töteten. Danach gab es zwar noch Berichte über Auerochsen, aber keine Beweise für ihre Existenz. Wissenschaftler hoffen, sie aus Rindern mit Auerochsen-DNS rückzüchten zu können. Seit 2009 züchten europäische Teams spezielle Rinderarten für diesen Zweck. Nummer 1. Das sibirische Einhorn. Hinter dem Mythos des Einhorns könnte ein riesiges, nashornähnliches Tier stecken,
das bis vor 39.000 Jahren überlebte. Das sogenannte sibirische Einhorn hatte ein langes Horn auf der Nase und durchstreifte die Grasländer Eurasiens. Neuere Forschungen legen nahe, dass das kräftige Tier möglicherweise ausstarb, weil es ein sehr wählerischer Esser war. Viele Wissenschaftler glauben, dass Erkenntnisse über sein Aussterben dazu beitragen könnten, die heutigen Nashörner zu retten. Derzeit gibt es keine Bestrebungen, dieses Tier wiederzubeleben, aber es heißt, dies könnte sich in Zukunft ändern. Was meinst du dazu? Welches dieser Tiere würdest du gerne wieder lebendig sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, diesen Kanal mit Benachrichtigungen zu abonnieren, damit du keinen Upload von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal!